In Salzburg wurden dieser Tage weitere Gedenksteine für Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Einer dieser Stolpersteine erinnert auf dem Mirabellplatz vor der Andreekirche an den Priester Franz Zeiss. Der Pfarrer Franz Zeiss war der Stadtpfarrer, der in der Nazizeit immer wieder gefordert war. Nämlich in einem Fall wissen wir es sehr genau, aber es sind mehrere gewesen, wo er geholfen hat. Wenn verfolgte Menschen, wie in dem einen Fall war es ein katholisch konvertierter Jude, der ja nicht verfolgt worden ist, weil er Jude war, sondern weil er als sogenannter Rassejude gegolten hat in der Nazizeit. Und dem hat er geholfen, hat ihn immer irgendwo 2-3 Jahre lang versteckt, und so dass er überleben konnte. Und das ist zu würdigen, bitte. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren am Dienstag bei mehreren Stolpersteinverlegungen des Künstlers Gunter Demnig dabei. Die 7 Mitglieder der Landesregierung haben eine Patenschaft für jeweils einen Stolperstein übernommen. In der Stadt Salzburg gibt es mehr als 300 dieser Steinquader. Andere sind in Hallein sowie in St. Johann im Pongau verlegt. Weitere werden folgen.